Tada, da sind wir. Jetzt machen wir zuerst den Innenraumfilter. Der ist da unten. Da unten drin, müssen wir das Zeug rausrammen. Und dann hat man da an der Seite so Schrauben. Die kann man rausnehmen. Und dann an der Seite da hängt das noch an so einem Gestänge. Aber das kann man einfach rausziehen und dann geht das nach unten weg. Dann ist es total einfach, da sind zwar so Klammern. Und da ist der alte Filter. Ist natürlich schon ganz schön verdreckt und kein wechselt. Dann muss man schauen, Airflow ist nach unten. Airflow ist nach unten. Und das muss bei dem Neuer dann auch so sein. Das macht nichts. Okay. Airflow nach unten. So, passt der von der Größe her? Jo, passt. Irgendwie ist der höherwertiger, finde ich. Na gut, dann mal den nochmal da rein. Und machen wir dazu. Okay, dann können wir das schon wieder zumachen da und können wir es wieder einhaken. Aua. Und das wieder eine schrauben und auf der anderen Seite eine schrauben. Bis du knackst. So, dann kommt unser Müll wieder rein. Ja, da ist ja nur der Rahmen, der Filter an sich ist genauso hoch. Gut, 15 Minuten braucht man für den Wechsel. Wir haben 2 Minuten gebraucht. Nächstes Video. Nächstes Video. Oben, der Knopf.